dabei. Und mit uns Zehntausende, die hier schon richtig Stimmung machen. Alle haben große Lust auf ein spannendes Finalduell. Hier also die Aufstellung des FC Chelsea. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Und so tritt der BVB heute also an. Also die Richtung Kagawa. Da passt der Torhüter auf. Die Ecke wird von Reus kommen. Nun Diego Costa. Das ist die Möglichkeit. Aubameyang. Da ist das Tor. Jetzt haben wir ihn, den ersten Treffer in diesem Finale. Da macht er das Ding. Pierre-Emerick Aubameyang. Also wenn er so eine Chance bekommt, dann macht er sie normalerweise auch. Er hat eine überragende Qualität. 6 Minuten hat es gedauert und schon haben wir das erste Tor. Jetzt Chelsea mit der Offensive. Sehr guter Einsatz. Da kann er sich den Ball holen. Weigel. Abwehr hat aufgepasst. Und jetzt gibt es Einwurf für Dortmund. Nun Aubameyang. Sie holen sich den Ball. Jetzt Aubameyang. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ganz einfach an den Ball gekommen. Nun Willian. Ivanovic. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Kagawa. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Und jetzt geht Hazard nach vorne. Defensiv machen sie es gut. Ben Arfa. Klasse Technik. Jetzt wieder Chelsea. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Rode. Ben Arfa. Eden Hazard, jetzt mal mit Zug zum Tor. Da passt er auf. Die Flanke von Hazard. Eckball für Chelsea. Hier nochmal das Tor, das zur Führung führte. Gut geklärt, das war wichtig. Rode. Reus vielleicht mit einer Idee. Nun Willian. Ball draußen, wird Einwurf geben. Ivanovic. Und nun Willian. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Willian. Den setzt er daneben. Nix wird's mit dem Ausgleich. Ach, Wolf, guck dir das an. Da war er nicht cool genug vor dem Kasten. Das war eine gute Gelegenheit. Gutes Tackling. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Und wieder die Dortmunder in der Offensive.
geklärt von Martinez. Nun Kagawa. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Schießt er ihn rein. Ball draußen, gibt Ecke. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Jetzt müssen sie aufpassen. Da kommt der lange Ball auf Reus. Er blockt hier den Ball. Die Flanke holt sich der Verteidiger. Dabei kam sie eigentlich gut rein. Kagawa. Da passt der klasse auf. Ja, abseits. Richtig. Nun Kagawa. Wird das seine Torchance? Steil gespielt. Und jetzt die Chance. Wie macht er den denn rein? Super, dieses Passspiel. Dieses Tor war natürlich perfekt rausgespielt. Sie lassen heute einiges an Chancen zu und jetzt eben der Gegentreffer. Ja, so richtig gut sind sie nicht im Spiel. Sie bekommen den Gegner nicht in den Griff. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Sehr guter Einsatz. Schmelzer. Reus jetzt am Ball. Und er geht an ihm vorbei. Flanke von Reus. Abwehr hat aufgepasst. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Reus. Marco Reus ist so ein überragender Fußballer. Leider hat er immer wieder... Jetzt vielleicht. Chance und es muss ein Tor werden. Ein fantastischer Treffer. Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs und dann war er plötzlich frei und kann im 1 gegen 1 den Keeper überwinden. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Klasse Aktion. Er ist da hellwach, holt sich den Ball und macht ihn dann doch noch rein. Für den Keeper natürlich bitter. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. Drei Treffer müssen in Durchgang. Und so tritt der... Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Nun Aubameyang. Das könnte gefährlich werden. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Reus zieht ab. Und da ist das Tor. Nichts zu machen für den Torhüter. Der Ball geht flach ins Netz. Noch ein Tor für Dortmund. Das ist eine eindeutige Geschichte hier. Ja, wenn Sie sich keine Fehler mehr erlauben, bringen Sie das nach Hause. Also da lehnen wir uns mal nicht zu weit aus dem Fenster. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Czerny geht hier nach vorne. Klasse gespielt, guter Steilpass. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Da geht er gut in den Zweikampf. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Es wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig umbauen. Schuss und Tor.
Der war unhaltbar. Einfach sehr gut platziert. Und damit packt der BVB noch eins drauf. Die Führung ist schon sehr komfortabel jetzt. Ja, Wolf, und unter normalen Umständen gewinnen sie dieses Spiel. Also mit der Leistung auch mehr als verdient. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Mats Hummels ist zu Bayern München gewechselt und verlässt Borussia Dortmund. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das macht er gut. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Willian jetzt am Ball. Da bekommt er Unterstützung. Und jetzt geht Hazard nach vorne. Defensiv machen sie es gut. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Gleich hier der Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung dürfte es soweit sein. Den Ball spielt er gut. Abgefangen. Gut gemacht. Azpilicueta am Ball. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Reus. Macht er ihn. Super Einsatz vom Torhüter. Gleich der Eckball durch Marco Reus. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Den Ball holt er sich. Fairer Einsatz hier. Aubameyang, da schießt er. Der BVB macht den Treffer. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Jetzt gibt es einen Wechsel beim BVB. Sechs Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jetzt vielleicht der BVB. Schussversuch. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Gleich bringt er die Ecke rein. Piszczek. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Matic. Sehr guter Einsatz. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Geht er rein? Ein fantastischer Treffer. Und genau dafür wurde er eingewechselt. Er macht sein Tor. Und das war eine richtig starke Direktabnahme. Und auch das Zuspiel vorher. Klasse. Ein Riesentor. Das ist eindeutig heute. Zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Cesc Fabregas am Ball.
Bruno Aubameyang. Er steht gut und hat den Ball. Aubameyang. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Klasse Technik. Wir sehen hier gleich den Wechsel. Ja, dürfte bei der nächsten Unterbrechung soweit sein. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. Chelsea wechselt aus. Nun Aubameyang. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Adrian Ramos. Macht er ihn. Borussia Dortmund macht das Tor. Ganz starke Vorstellung heute und selbst jetzt, kurz vor Schluss, machen sie weiter dann. Einfach gnadenlos überlegen. Sie liegen deutlich vorn, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Und bei der nächsten Unterbrechung kommt der Wechsel. Der neue Mann steht schon bereit. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. Wird jetzt eine Auswechslung bei Chelsea geben. Und nun Willian. Die Flagge kommt gut rein. Ball kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän. Nun Kagawa. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Steil gespielt. Und jetzt die Chance. Da passt der Torhüter auf. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Rode. Nun Kehl. Den Ball kann er klären. Rode. Und jetzt ist es vorbei. Einseitige Partie, die hier zu Ende geht. Stehen in Reihe und Glied. Also wir zwei sitzen noch in Reihe und Glied, aber die Mannschaft steht in Reihe und Glied. Ich liebe ja immer dieses Prozedere zu beobachten. Also da ist Konfetti, da sind Fontänen, da sind Luftschlangen, da sind vor allem aber auch Kameraleute und Fotografen, die sagen, halt noch mal den Pokal da links, halt noch mal den Pokal da rechts, mach noch mal hier. Und als Spieler denkst du, hau ab, du Lurch, hau ab, ich will feiern. Ja, ist doch wahr. Ja, Buschi, reg dich nicht auf. Wo sind seine Blenden? Ja, aber ist doch wahr. Guck dir das an. Herzlichen Glückwunsch. Können wir uns darauf einigen? Ja, Gratulation natürlich. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das ist, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Steil gespielt. Und jetzt die Chance. Wie macht er den denn rein? Marco Reus.
the advice that I take. Fall into line, fall into place. All of these rules that you make. I know you want me to be something more, but I know what I'm doing is right for me. Split at the seams, I won't forget where I came from. Why won't you let me just be who I am when I know what I'm doing is right for me? I don't need a silver lining. I don't need your hope. I can't seem to see you smiling, but it's okay, okay. I didn't need it anyway. Talk about my dreams, oh why? It's all of what you say so flawed. I don't need a silver lining. I don't need your hope. I can't seem to see you smiling, but it's okay, okay. I didn't need it anyway.